Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Körbe und das magische Garn, Part Nummer 26. Ja, im letzten Part haben wir die Türme des Sturms hinter uns gebracht, sind schön nach oben geflogen und haben dann auch noch jede Menge Minispiele hinter uns gebracht, zumindest was Bizepeter, Suchmisch und Perline und alles angeht. Und ja, dann haben wir hier den Wolkenpalast geöffnet. Schön hinter den Wolken verstecken. Wo ist Kirby? Wo halt vorher ein Waddledee rumgeflogen ist, der dann einfach mal weggeblitzt wurde. Ja, bin ich mal gespannt. Nochmal. Wolkenpalast. Gehen wir mal rein. Ist übrigens ganz schön, wenn man mal ein Spiel längere Zeit nicht mehr gespielt hat und dann halt nochmal so ein bisschen vom Neuen entdeckt, wie die Levels aufgebaut sind. Ah, okay, verstehe schon. Da-di-da-di. Ja, ich mag das hier, dass hier die wirklich die ganzen. Ja, die ganzen Original-Kirby-Lieder mit dabei sind. Okay, verstehe schon, wie das hier aufgebaut ist. Man kann runterfallen. Achtung, man muss auch das Richtige erwischen. Aber so ist es halt wirklich so gedacht, dass man halt über die Zeit natürlich gelernt hat. Okay, wir haben hier Gegner, die ein bisschen aussehen wie von Mega Man, sage ich mal. Nur, dass man hier noch rumspringt dabei. Hui. Ah. Verstehe, verstehe. Ein Wolkenteppich. Lege dich auf diesen Teppich und du fühlst dich wie auf Wolke 7. Ja, aber es ist doch nur eine Wolke. Aber man kann hier trotzdem laufen. Ja. Wollte ich gerade sagen, hier, das ist doch eigentlich gar nicht so gefährlich hier, wenn man hier runterfällt. Aber kann natürlich. Ah, die Musik ist so schön. Also was Musik angeht, kriegt Nintendo eigentlich wirklich immer hin. Fast immer. Nein! Da war ich ein bisschen zu wild, sage ich mal. Aber ich würde halt trotzdem gerne nach oben kommen. Warte mal, muss ich mich oben nochmal beeilen hier? Hui. Oh, falsches erwischt. Dann muss ich halt immer so ein Ziel suchen, was man halt jetzt berühren will. So, alles klar. Damit man halt nicht blind in der Gegend rumgreift, so wie ich manchmal, mit schräg und hoch und links und hast nicht gesehen. So, dass ich auch mal aufsehende Stampfattacke mache, ja. Und hier ist natürlich halt das Ganze jetzt nochmal bodenlos, sage ich mal. Auch wenn hier in der Mitte trotzdem wieder sowas ist. Weil, wie gesagt, Perlen wollen wir natürlich alle einsammeln. Wir wollen ja Gold erreichen. So, alles klar. Na, das war knapp. Puh. Oh, Krako. Ui, warum habe ich das vergessen? Ich finde es krass gerade. Ich bin weg, Krako. Du brauchst gar nicht erst zu versuchen, mich irgendwie zu fangen. Und du machst es trotzdem. Das ist ja krass. Dann ist das jetzt ja der echte Krako. Der andere war nur ein Bruder von ihm oder so. Ja, das ist jetzt nicht gut gewesen, dass er uns getroffen hat, bin ich ganz ehrlich. Weil wir wollen ja auch hier Gold erreichen. Ich habe das echt vergessen. Ich habe das echt vergessen, dass wir hier Krako auch nochmal sehen. Meine Güte. Schäme ich mich ein bisschen. Dafür, dass er mein Lieblingsboss ist. Blubberlimonade. Dieses Getränk schäumt geradezu über vor diversen Geschmacksrichtungen. Aber das liegt vermutlich auch echt daran, wenn man halt Level nur einmal gemacht hat und sie dann halt sich nicht alle gemerkt hat, was natürlich auch irgendwo Sinn macht. Und dann ist natürlich klar, dass man sich nicht alles merken kann, aber trotzdem, Krako hätte mir doch eigentlich auffallen müssen. Also halt merken müssen. So. Komm raus, Knopf. Hui. Da wird doch bestimmt gleich nochmal Krako kommen. Deswegen ist hier auch noch die Überlegung da. Wobei ich auch die Frage ist, ob ich ihn treffen kann. Also, ob ich ihn abwerfen kann, das ist so der Gedanke gerade.
Na, komm hoch. Aber erstmal nach unten, da war was. Ja, da war was, aber man muss natürlich auch hinkommen. Ohne dass man runterfällt dabei. Na, okay. Okay, einen Schatz haben wir bisher. Ne, wir haben sogar zwei Schätze, okay. Ah, okay, okay. Aber dann, wo kriegen wir dann die CD? Ach, stimmt ja. Also gedrückt halten und... Ja gut, generell gedrückt halten ist hier sogar. Dann müssen wir halt hier gucken, dass wir möglichst viele Perlen kriegen. Stimmt ja, stimmt ja. Oh, Mini-Krakos. Na, hört ihr auf, hört ihr auf. Ui, hier ruckelt es dann auch mal leicht, merke ich gerade. Eieiei. Ja, lasst alle euer, euer Zeug fallen, das will alles ich haben. Ja, okay, alles. Schießen wir dreimal, Achtung. Na, geht weg, geht weg, geht weg. Man soll natürlich auch nicht zu gierig werden, weil wenn man hier zerquetscht wird, wird glaube ich auch nicht so toll sein. Ich komme hier nicht durch gerade. Unten oder oben? Oben. Da wo halt... Ne, doch unten, verdammt. Okay, dann müssen wir nochmal rein wegen der CD. Sollte aber auch kein Problem sein. Und dann kommt hier nochmal Quaker als Boss. Ja, wirklich. Na gut, dann weiß ich ja, was ich jetzt verändern werde. Ich hatte ja überlegt gehabt, wegen dem anderen Quaker, Achtung. Ob ich halt Quaker oder Whispywurz nehmen sollte, aber dann soll ich wohl doch eher auf Whispywurz wechseln. Weil sonst habe ich ja ein Doppel-Thumbnail mit Quaker und... Ja, Doppel-Quaker in dem Sinne. Achtung. Das haben wir ja vom anderen schon gelernt, dass der sowas drauf hat. Oh, Achtung. Uiui, okay. Ich schocke ein bisschen. Die Musik ist aber auch so ein bisschen angelehnt an, an Nemesis, so ein bisschen. Also an Gradius, falls es einem oder anderen was sagt. Wir haben Gold. Weil wie sich das hier bewegt, wenn man sich so nach oben, nach unten bewegt. So. Alles klar, zumindest haben wir Gold. Dann müssen wir nochmal rein wegen der CD. Sollte kein Problem sein. So, alles klar. War mir echt nicht mehr geläufig, dass wir da nochmal Krako haben, ey. Krass. Aber umso besser freue ich mich, umso mehr halt. Dass ich halt jetzt nochmal im Vergessenen nochmal gegen ihn kämpfen konnte, in dem Sinne. So, einmal Boxhandschuh. Hey, wir haben... Ja, natürlich hast du. War ja klar. Ring frei, würde ich mal sagen. Okay, ein boxendes Schloss. Schöne Sterne nach oben holen, okay. Ah ja, okay. Schloss DDD. Ja, aber wie gesagt, wir müssen hier nochmal rein. Dann husche ich da einfach mal noch schnell durch, hole die CD. Wobei ich eigentlich auch grob sagen könnte, die könnte ich eigentlich auch offscreen holen, weil wir haben ja gesehen, wo sie ist. Aber ja, jetzt bin ich schon drin und dann gehen wir halt. Ich meine, wenn ich runterfalle, ist eh wurscht. Wir huschen nur nach vorne und dann passt das schon. Hui. Wobei, könnte ich auch wirklich offscreen holen. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ihr habt ja gesehen, wo sie ist. Ja, komm. Ich mache das offscreen. Ich meine... Ist ja keine Kunst, wenn wir dann einfach sagen, anstatt oben rum, geht mal unten rum. Es wäre halt nur jetzt wichtig gewesen, wenn man nicht wüsste, wo sie ist. Ja, das machen wir dann offscreen. Oder vielleicht mache ich es ja noch zum Schluss, je nachdem, wie gut ich jetzt mit den Minispielen noch zurechtkomme. Weil wenn ich jetzt vielleicht noch irgendwie, sagen wir mal, noch gut Zeit habe, dann gehe ich doch noch schnell hin und hole sie. Aber momentan, ja, gehe ich dann eher auf die Minispiele los, dass sie weg sind.
Weil, ja, die möchte ich ja dann auch eher zeigen. Als ein TD, wo man sowieso schon gesehen hat. Hat er nicht gemeint, er hätte? Oder hat er nur gemeint, dass er zu mir zu Besuch kommt? Hat nicht. Habe ich nicht richtig gelesen, glaube ich. So. Vize-Peter war ja fertig, gell? Dann sind wir bei Marasima, genau. Weil da haben wir ja einiges noch vor uns. Glaube ich nochmal. Na okay, wobei eigentlich nicht. Wir sind hier beim Wispiwald. Dann dürften wir eigentlich dann doch... Na gut, dann kann ich vielleicht doch noch die CD holen. Sollte ja kein Problem sein. Schnell nach oben. Und sie kann natürlich abkürzen so ein bisschen. Man kennt das ja wieder. So, schön nach oben. Immer schön nach oben, immer schön nach oben. Solange es geht, gell? Ich muss hier ja nicht unbedingt großartig jetzt irgendwas abwerfen. Es sei denn, die Gegner lassen mich nicht durch. So, hoch, hoch, hoch. Na, schneller, schneller, schneller. So, da ist ja egal, wie wir da treffen. Können ja beide Wege hoch. Glaubte ich. Ja, natürlich. Natürlich nicht. Was, sie ist schon... Okay, sie ist relativ schnell am Ziel gewesen. Ich glaube, da oben, wenn man durch die Tür geht, direkt rechts, dürfte es dann direkt sein, gell? Ja, okay. Also schnell, schnell, husch, husch, hoch. Wir brauchen eigentlich gar nichts abzuwerfen, außer halt, wenn die Waddledees einen im Weg stehen. So, da, da, die. Ich meine, es soll ja herausfordernd bleiben. So ist es ja nicht. Das ist ja der Gedanke dahinter. Na komm, geh weg. Di, da, di, di, da, di, di, da, da. Na komm. Gleich an den linken. Rechten. Ich kann auch nicht mehr nach von links und rechts unterscheiden. So, schnell nach oben. Go, go, go. Alles klar. Also das ist relativ knapp, das Level. Muss man schon sagen. Also darf man echt nicht irgendwo großartig hängen bleiben. So. Und es hat natürlich noch eins. Vermutlich das... das Windlevel dann, oder? Der Turm der Stürme. Sterne. Firmament, auch gut. So. Ja, sag ich ja. Ja gut, da kann es dann auch sein, dass es dann wirklich auch jetzt nur noch so ist, dass wir, wenn wir halt jetzt noch die nächsten Level dann schaffen, dass natürlich dann Stück für Stück dann die... Ja, die anderen Level dann noch freischalten werden, einzeln. Das wird vor allem jetzt lustig, weil wir hier natürlich auf den Wind achten müssen. Und haben natürlich einen Nachteil dabei. Ja, vor allem wenn man dann hier runterrutscht, wie ich. Ich wollte eigentlich springen, aber dann war ich schon in der Luft und deswegen hat man es ja gesehen, dass ich dann direkt erstmal in den... Ja, in den... Paraglider, also in den... Oben hier. Ich meine, wir müssen eh warten. So ist es. Macht ja keinen Unterschied. Aber wir müssen halt wirklich jetzt nach dem Wind gehen, so ein bisschen. Na, vielleicht ein bisschen. Achso, wir sind schon da. Okay. Okay, das war ein kurzes Level. Umso schöner. Ja, noch eins. Natürlich. Vermutlich noch ein altes, was relativ schwierig sein soll, oder was? Oder vielleicht doch jetzt genau das von Krakoing nochmal. Ein paar Blümchen. Ne, kleine Sterne. Mann. Wenn man immer versucht zu raten, wie das Teil heißt. Ja, der Wolkenpalast. Okay. Gut, aber das heißt ja dann zumindest mal, ja, dass wir dann mit dem Minispiel erstmal fertig sind, dann hole ich dann noch die CD und dann können wir im nächsten Part dann wohl wieder anfangen mit zwei Level, je nachdem wie wir vorankommen. Das wird natürlich auch lustig hier. Das erste Mal brauche ich nicht.
Da will man abkürzen und muss dann trotzdem warten. Na. Geh weg. So. Achtung. Sollte aber eigentlich auch gehen, denke ich mal. Achso, das Level geht noch ein Stückchen weiter. Ich merke es nämlich gerade oben an der... Hey, Greco, ich bin weg. Greco? Ja. Ich düse einfach durch. Ja, das war gut. Na, Mara, das war wohl nix. Das war ein relativ langes Level dafür, aber okay. Wir haben's. Okay, gut. Dann reicht natürlich noch die Zeit, dass ich noch schnell die CD holen gehe. Dann passt es ja doch noch gut. Und dann würde es heute mal vielleicht wieder eine etwas kürzere Folge. Was haben wir hier? Kugelwolken. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt wirklich dann wieder davon ausgehen, dass wenn wir die einzelnen Level schaffen, dass dann wirklich nur auch einzelne Level kommen. Und dass wir dann endlich wieder am... Ja, dass wir so langsam ans Ende kommen, was die Minispiele angeht. Heieieiei. So, gehen wir schnell die CD holen. Soll ja passen. Na, wenn man ins richtige Level geht aber auch. Jetzt sucht die CD und merkt dann gar nicht, dass man im falschen Level ist. Das wäre natürlich ein bisschen traurig, würde ich mal sagen. So. Wir haben ja gesehen, wie schnell man hier durchhuschen kann. Das haben wir ja eben mit Mara ausprobiert. Hui. Na, unten rum, schneller rum. Ja, ist halt wirklich eine chillige Musik hier auch gleichzeitig. Auch wenn man dann selbst mit Greco dann ein bisschen durchrasen, so ein bisschen, gell? Na, nicht runterfallen, verbraucht alles nur Zeit. Na, Greco, alles klar bei dir? Ja, ich bin weg. Tschüss. Wie kurz ein Level sein kann, wenn man... Ja, wenn man halt sich beeilt. Wenn man es halt kennt. So, Achtung. Man soll natürlich nicht zu weit abkürzen. Ich mache hier gerade so voll den Speedrun hier. Aber auch nur so fast. Na, lass mich hoch hier. So. Und dann noch einmal Greco besiegen und dann passt das schon. Und das ist schön. Das ist ja auch jetzt der Witz. Wir können ja eh nicht sterben. Außer vielleicht, ich glaube man kann, ich weiß gar nicht, wenn man zerquetscht wird, dass man vielleicht dann trotzdem zumindest dann die Sachen verliert und dann nach vorne gesetzt wird irgendwie so ein bisschen. Irgendwie sowas. Aber wenn wir getroffen werden, ist es eigentlich jetzt total wurscht. Das ist es ja. Mache ich das aber auch nur noch, weil halt sonst der Part sonst ein bisschen zu kurz geworden wäre, aber ja. Und dann haben wir es natürlich dann noch mit drin, wie ich es dann halt hole. War halt nur eine Idee halt, weil ich ja nicht mehr wusste, wie viele Minispiele jetzt noch kommen. Ich bin hier wagemutig. Ich meine, darf ich ja auch sein. Ich sehe übrigens gerade, wenn die... Ja, wenn die Bienen an der Wand hängen, dann müssen die erstmal wieder rauskommen da. So, schön unten rum. Ich meine, kann ich ja nicht wissen. Ich bin halt oben nach den Perlen gegangen und ja. Und CD. Sehr schön. Und man geht ja normalerweise den Weg, wo man halt ja, Perlen findet. Na, Greco, alles klar bei dir? Immer so ein bisschen aggressiver, weil wenn ich ja nah dran bin, dann treffe ich ja gleich doppelt. So, man muss aber sich nicht, man muss ja nicht provozieren, getroffen zu werden, sage ich mal.
Ja. Und dann werde ich trotzdem getroffen. Na komm. Ja, man hat schon einen Unterschied gesehen, wie schnell er dann besiegt wurde hier. Na go, 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 go. So, kriegen eh nix. Also ist egal, was wir läuten hier. Ja, das wird mal wieder eine normale Folge. So schön gemütliche 20 Minuten. Alles klar. So, einmal, zweimal, dreimal. Und auch das Level 100%. Sehr schön. Ja, doch, jetzt sagt er, es wird langweilig. Komm, mich besuchen. Ja, ja. Oder bei mir besuchen. So, aber gut. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby und das magische Garn sehen wollt. Oder auf meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.